kenne Alex schon seit 15 Jahren, aber er mich nicht. Es war in der Mittagspause. Ich bin von dem Verlag, in dem ich damals gearbeitet habe, rübergegangen in eine kleine Galerie, um dort meine Cousine Kirsti zum Mittagessen abzuholen. Ja, da kam er rein. Ich habe ihn gesehen und ich wusste, das ist der Mann, den ich heiraten möchte. Tja, und dann? Dann ist er wieder gegangen. Kirsti hat zu mir gesagt, den kannst du gleich wieder vergessen. Er ist verheiratet mit einer sensationellen Frau und sie haben eine süße kleine Tochter. Und du hast ihn erst auf dieser Dinnerparty wieder gesehen? Ja. Wusstest du, dass er inzwischen geschieden war? Also bist du ihm um den Hals gefallen, hast gejubelt, endlich frei? Nein. Aber er war immer noch der Mann, den du heiraten wolltest. Ja. So neidenswert. Weil mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist? Weil du dir von Anfang an so sicher warst. Ich war auch mal verlobt. Mhm. Sie ist June. Danke. Als wir uns verlobt haben, stand die ganze Familie Kopf vor Freude. Ihre Mutter fing an, die größte Hochzeit aller Zeiten zu planen. Und plötzlich sah ich June, wie sie vor mir stand und strahlte. Am Silberservice für 12 Leute in der Hand. Und hatte nur einen Gedanken. Nichts wie weg. Alle waren natürlich stinksauer auf mich. Selbst Eve. Ich glaube, sie war vor allem enttäuscht, dass sie nicht ihren neuen Hut bei der Hochzeit vorführen konnte. Ich finde, du warst sehr mutig. Ich mochte June zu sehr, um sie in eine Ehe reinzureiten, die von meiner Seite aus nichts mit Liebe zu tun hatte. Ja, und den Job hast du auch gleich hingeschmissen? Das ließ sich schlecht vermeiden. Der Seniorchef des Architekturbüros war nämlich zufällig Junes Vater. Danke. Oh. Auf die Liebe. Hallo, Alec. Na, wie geht's dir? Was machen die Geschäfte? Doch, bei uns ist alles prima. Ja. Tut mir leid, aber Laura ist im Augenblick nicht da. Was? Tatsächlich schon nach 1:30. Ich glaube, die ist mit Ivan in seine Stammkneipe gegangen. Ja, da sitzen sie wahrscheinlich und quatschen noch immer. Ja, natürlich, mache ich. Bis dann, Alec. Ach, du bist ja ein Engel. Das war Alec, er wollte Laura sprechen. Aha. Und hast du ihm etwa gesagt, dass sie mit Ivan unterwegs ist? Ja, natürlich. Und was hat er gesagt? Er lässt sie grüßen. Und wie hat er das gesagt? Souverän, gelassen, liebevoll. Wie ein guter Ehemann, der seiner Frau vertraut. Auch wenn sie mit deinem Sohn unterwegs ist. Komm, das macht doch Falten. Hab ich schon. Aber hör doch auf, dir Sorgen zu machen. Laura liebt Alec über alles. Und sie wird einen Teufel tun, sich von Ivan einwickeln zu lassen, du. Hoffentlich. Thank you.
Hallo? Hallo? Schlafen noch alle. Von an tut sich da nichts. Aber wenn Sie noch mal lächeln, kriegen Sie von mir einen Tee. Und wenn Sie mir verraten, wer Sie sind, spendiere ich sogar Eier mit Speck. Ich bin Gabriel. Ich suche Alec Haverstock, meinen Vater. Jedenfalls ist Alec noch in New York. Aber Laura ist hier. Wie wird dir gefallen? Sie ist der Inbegriff der guten Stiefmutter. Sind die Haare echt? 100% Meerwasser gebleicht. Ich habe die letzten 6 Monate auf einer Segeljacht gelebt. Mit deiner Mutter? Mit einem Mann. Und wo lebt deine Mutter? In Virginia. Seitdem sie wieder geheiratet hat, hockt sie nur noch mit meinem Stiefvater auf ihrer Riesenfarm rum. Und sie reden den ganzen Tag über Pferde. Du scheinst nicht allzu viel aus Pferden zu machen. Ich hab's versucht, mich für sie zu interessieren. Aber dann hat mich meine Mutter rausgeschmissen. Sie hatte Angst, dass mein Stiefvater von der Mutter zur Tochter überwechseln könnte. Ist doch nicht dein Ernst. Du kennst Erika nicht. Also habe ich gedacht, ehe mich eine Therapie zum Thema von Vater und Mutter verlassen arm macht, investiere ich lieber in eine Reise zu Alec. Zumal er mir eine kleine Erklärung schuldet, warum er mich nicht um Erlaubnis gebeten hat, bevor er mir eine Stiefmutter verpasst. Armes kleines Mädchen. Wir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Und du bist verdammt geschickt darin, fremden Frauen ihre Lebensgeschichte zu entlocken. Das ist meine liebste Beschäftigung. Oh Gott, ich muss los. Ja, drüben steht eine Hängematte. Leg dich doch ein bisschen hin. Bis die Herrschaften zu sich gekommen sind, vergeht sich ja noch eine Weile. Ivan! Ich habe nicht nur die Yacht verlassen, sondern auch den Mann. Dafür darfst du den Abwasch machen. Eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du ein ausgesprochen attraktiver Mann bist? Hunderte von Frauen. In allen Häfen der Welt. Ach, bist du unromantisch. Aber von keiner habe ich so gerne gehört wie von dir. Ach, das ist ein schwacher Trost. Da liegt ein fremdes Mädchen in der Hängematte von Ivan. Ach, guten Morgen, weh. Ich möchte wissen, was die da zu suchen hat. Danke für die Information, May. Ich werde mich sofort darum kümmern. Ja. Das ist doch nicht zu glauben. Trotz der Unmengen von fremden Mädchen, die Ivan schon hier angeschleppt hat, regt sie sich jedes Mal von neuem darüber auf. Er ist eben ihr Baby. Sie würde ihr Leben riskieren, um ihn zu beschützen. Oder gewissen Frauen böse Briefe schreiben. Tomatensaft, Tomatenextrakt, Tomatensuppe. Tomatenmark, Tomatensoße. Eingelegte Tomaten, getrocknete Tomaten, überbackene Tomaten. Tomaten im Schlafrock, Tomaten im Schafspelz. Was denn jetzt schon wieder? Dieser Hund hat auf meinen Teppich gekotzt. Ach, Lucy? Oh nee, das tut mir leid, ich mache es sofort weg. Ach, ist schon passiert. Ich gehe jetzt ins Dorf und bring Mrs. Martens die Tomaten. Oh, May! Das hätte ich eigentlich nicht so gerne. Vielleicht könnte Laura netterweise Sylvia die Tomaten bringen. Du, ich brauche dich heute dringend im Haus. Wärst du so lieb, Laura? Du könntest Sylvia auch gleich einladen, morgen mit uns allen einen Ausflug zu machen. Ich dachte, wenn das Wetter so bleibt, fahren wir ans Meer und machen Picknick, ja? Bist ein Schatz. So. Und wir beide, wir knöpfen uns jetzt mal das fremde Mädchen vor.
Hallo? Oh, hallo, Lara. Hallo. Ja, wie ich sehe, hat May sich erfolgreich gedrückt. Ja, Lucy hat sich auf Mays Teppich erbrochen und um sie zu versöhnen, habe ich es übernommen, ihm die Tomaten zu bringen. Verstehe. Außerdem lädt Eve sie zu einem Picknick ein, was wir morgen machen wollen. Wie schade. Gerade morgen kann ich nicht. Ich bin mit einer Freundin verabredet, die ich seit Jahren nicht gesehen habe. Aber sicher ein andermal. Sie sind ja Gott sei Dank noch eine Weile da. Silvia, was Sie da zu mir gesagt haben, neulich, als wir uns auf der Straße getroffen haben, das haben Sie doch nicht so gemeint, oder? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden, Laura. Entschuldigung. Ja? Oh, hallo, Erika. Schön, dass du anrufst. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Das ist wirklich eine Überraschung, Gabriel. Was für ein Jammer, dass dein Vater nicht da ist. Andererseits hat es den Vorteil, dass Laura und Gabriel genügend Zeit haben, sich näher kennenzulernen. Nicht? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du ganz schön verblüfft warst, als du gehört hast, dass dein Vater wieder geheiratet hat. Bei meinen Eltern überrascht mich mittlerweile gar nichts mehr. Ich könnte meinen Vater ein wenig an der Nase herumführen. Zum Beispiel, indem ich mich als Eilbotin ausgebe. Oder glaubt ihr etwa, dass er mich noch erkennt? Wann ist dieser Brief angekommen? Gestern, gerade als ich losfahren wollte. Warum? Ich fürchte, wir müssen diesen Brief öffnen. Auch wenn dann Alec gerichtet ist. Ich verstehe zwar gar nichts, aber wen du meinst. Oh nein. Sie sollten wissen, dass Ihre Frau auf Tremen hier eine Affäre mit Ivan Ashby hat. Ein Freund. Sehr widerlich. Ihr wusstet, dass das ein anonymer Brief ist, nicht wahr? Ja, es ist nicht der erste. Gabriel, bitte kein Wort zu Laura. Was ist denn da los? Ha, feine Familie. Ihr hättet ruhig auf uns warten können. Hallo? Laura, halt dich fest. Du wirst im Leben nicht erraten, wer da vor dir steht. Guten Tag, Laura. Ich bin Gabriel. Alecs Tochter. Nein, das ist ja eine Überraschung. Komm. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich würde gerne duschen. Ja, da. Wo ist denn Gabriel? Duschen. Ich bringe hier schnell ein Handtuch. Ich glaube, Ivan, wir sollten einmal unter vier Augen sprechen. Komm mal mit. Komisch, und früherweise ganz anders. Unfassbar. Ja. Sag mir die Wahrheit, Ivan. Ist an der Behauptung was dran? Wenn du nicht mein Stiefvater wärst, und ich dich nicht so unglaublich gern hätte, würde ich dir dafür eine runterhauen. Danke, das wollte ich hören. Hast du jemanden im Verdacht? Es ist nicht der erste Brief dieser Art. Den ersten bekam Silvia. Silvia Martin? Mhm. In dem Brief wurde sie beschuldigt, ihren Mann betrogen und in den Tod getrieben zu haben. Charmant. Gleiches Papier, gleiches Tier? Identisch. Und in demselben Postamt aufgegeben. Es muss also jemand sein, der beobachtet hat, wie Laura und ich ein paar Mal zusammen unterwegs waren. Also jemand von hier. Ja, außerdem strikt gegen Alkohol ist.
May? Ja? Oh, ich wollte dich nicht stören. Ich wollte dir nur sagen, wie schön ich es finde, dass du hergekommen bist. Dein Vater hat dich sehr vermisst, weißt du? Wirst du denn ein bisschen bei uns bleiben können? Theoretisch schon. Dann haben wir ja Zeit. Um deine gute Stiefmutter zu sein, bist du wohl schon ein bisschen alt und ich zu ungeübt, aber vielleicht können wir ja Freundin werden. Das wäre sicher schön. Gut, ich lass dich jetzt in Ruhe. Du bist sicher müde von der Reise. Gute Nacht. Aber ist doch egal. In spätestens einer Stunde sitze ich auf meiner Terrasse in einem bequemen Sessel und trinke meinen Tee. Ah. Ist was? Gabriel scheint sich nicht besonders zu verstehen. Laura gibt sich alle Mühe, aber Gabriel lässt sie abblitzen. Meinst du, sie hat Angst, dass ihr Laura Alec wegnimmt? Weniger Alec als Ivan. Hä? Hey, weißt du schon wieder mehr als ich? Gelesen und bist blöd genug, diesen Schwachsinn zu glauben. Du hast den Arm um sie gelegt. Kapitalverbrechen erster Güte. Arm umlegen. Hast du sie auch geküsst? Ja. So. Und jetzt zeige ich dir, wie ich die Frau küsse, die ich liebe. So ein Quatsch. Kannst du behaupten, dass du mich liebst, wo wir uns erst einen Tag kennen? Ich war schon immer ein Mann der schnellen Entschlüsse. Kannst du denn definitiv sagen, dass du mich nicht liebst? Ich weiß im Moment gar nichts mehr. Das genügt mir schon. Überlass den Rest einfach mir. Du wirst in ein, zwei Tagen schon begriffen haben, dass du mich liebst. Du lässt dich nicht so leicht aus der Fassung bringen, nicht wahr? Ich bin nicht ans Ziel vorbei. Lucy!
alte Schlafmütze. Ja, Havistock? Gerald, was gibt's denn? Du, Alec, es ist etwas Schreckliches passiert. Deine Frau. Um Gottes Willen. Warum denn? Ihr Hund ist tot. Ach so. Sie hat ein Beruhigungsmittel genommen und schläft jetzt. Aber ich halte es für das Beste, wenn du hier kommst. Was, jetzt sofort? Das ist völlig unmöglich. Ich stecke mitten in wichtigen Verhandlungen. Du, entschuldige, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Geschäft wichtiger ist als deine Frau. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Alec, Lucy war nicht krank. Lucy ist vergiftet worden. Ach, jetzt mach aber mal einen Punkt. Wer soll denn in eurer Idylle einen kleinen Hund vergiften? Ja, das fragen wir uns auch. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum du kommen solltest. Gabriel ist hier. Gabriel? Wie kommt denn Gabriel zu euch? Du, das wird sie dir selber sagen, wenn du herkommst. Also ich erwarte dich umgehend. Hallo? Gerald, bist du noch dran? Woher willst du eigentlich wissen, ob Lucy wirklich vergiftet worden ist? Ich weiß es und du weißt es auch. Leon, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Sie war die einzige von uns, die im Haus war, Eve. Und Laura? Laura könnte die Nächste sein. Ja, Havistock hier, Zimmer 416. Bitte seien Sie doch so nett und buchen Sie mir den nächsten Flug nach London. Hm? Ja, danke. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Gabriel. Daddy. Ich bin so glücklich, dass du gekommen bist. Zumal ich ja weiß, wie wichtig das Geschäft für dich war. Gerald hat es sehr dringend gemacht. Ach so? Und im Gegensatz zu meinen Befürchtungen siehst du blendend aus. Mir geht's ja auch gut. Bis auf die Trauer um Lucy. Genau genommen siehst du aus wie eine Frau, die frisch verliebt ist. Na, frisch vielleicht nicht, aber dafür umso mehr. Lüg mich nicht an. Alec, was ist denn mit dir? Du hast mit Ivan geschlafen, stimmt's? Alec! Ich habe schon gedacht, Gerald ist verrückt geworden, als er unbedingt wollte, dass ich herkomme. Aber jetzt weiß ich natürlich, worüber er sich in Wirklichkeit Sorgen gemacht hat. Also gib es wenigstens zu. Glaub doch, was du willst. Ja, wir hätten Alec den Brief nicht zeigen dürfen. Aber mir hättet ihr ihn vielleicht zeigen können. Wir wollten dich nicht damit belasten. Und ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass Alec derart überreagiert.
Mir reicht es jedenfalls, ich gehe. Du musst ihn verstehen. Er hat Erika damals mit einem anderen Mann im Bett erwischt. Und diese traumatische Erfahrung scheint ihn bis heute zu verfolgen. Seit ich mit Erika verheiratet bin, lebe ich mit seiner Vergangenheit. Ich bin umzingelt von Menschen, die Erika kannten und mich mit ihr vergleichen. Gut, schön, ich habe gedacht, du musst Geduld haben, es wird schon irgendwann vorbeigehen. Aber jetzt ist meine Geduld am Ende. Und es ist mir scheißegal, wie viel Trauma da Eric oder Gabriel oder sonst irgendwer haben. Es kümmert sich ja auch kein Schwein um meine. Entschuldige. Wofür? Ich bin begeistert. Darauf an. Worauf? Ich bin schwanger. Und wieso sagst du mir das erst jetzt? Ich weiß es ja auch erst seit heute Morgen. Da habe ich einen Test gemacht und der war eindeutig positiv. Von dem Typen mit der Yacht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte das Kind gerne behalten. Aber dich möchte ich auch behalten. Ach, auf einmal. Gestern warst du dir da aber noch nicht so sicher. Aber du warst auch noch nicht schwanger. Nimm das nicht persönlich, Gabriel. Wir kennen uns wirklich zu wenig. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit wäre, mit dir das Kind eines anderen Mannes großzuziehen. Kannst du noch zum Bahnhof fahren? Ja. Bist du nach London? Ja. Was ist was Besseres? Wir fliegen. Kann ich dich kurz sprechen? Gabriel. Es ist wichtig. Ja, natürlich. Hallo, Alex. Du siehst aus, als könntest du einen Drink gebrauchen. Bin schon unterwegs ins King's Arms. Da weiß ich nun wirklich was Besseres. Wie du dich vielleicht erinnern magst, mache ich die besten Drinks zwischen Soho und Hinterindien. Komm. Ich bin froh, dass ich hier wegkomme. Was? Ach, nichts. Händchen für Blumen. Nicht nur für Blumen. So, ich mache uns was zu trinken. Und ich schaue mir zwischen deinen wunderschönen Garten. Ja. Thank you.
Was ist denn da drin? Also, worauf trinken wir? Auf Laura. Ja. Oder auf Laura und Ivan. Gerald sagte mir, du hättest auch einen bekommen. Und das habe ich da oben gefunden. Davon gibt es Hunderte. In deinem Schuppen steht eine Ginflasche. Keine Ahnung, die muss noch von John sein. Da ist aber kein Gin drin. Das riecht nach Unkrautvernichtungsmittel. So giftig, dass ein Tropfen genügt, um einen kleinen Hund umzubringen. Silvia, warum? Warum? Sie hat alles. Sie hat dich, sie hat Geld und meine einzige Freundin Eve. Ich hätte dir die Figuren auch gern geschenkt, nur ich kann es mir nicht leisten. Und deshalb hast du die anonymen Briefe geschrieben? Erst dir selbst und dann mir? Das musst du erst beweisen. Ich will gar nichts beweisen. Ich will nur wissen, warum. Weil es wahr ist. Natürlich haben die beiden miteinander geschlafen. Du hast ja nicht gesehen, wie sie getuchtelt haben und wie sie aussah, wenn sie von ihren Ausflügen zurückkam. Alec, ich habe es für uns gemacht. Für uns? Du hast doch nicht im Ernst daran geglaubt, dass aus uns jemals ein Paar werden könnte. Ja, warum nicht? Du warst der erste Mann, der mich geküsst hat. Du bist der erste Mann, den ich geliebt habe. Ich war kein Mann. Ich war ein Junge. Ich war ein Kind. Erinnerst du dich noch an die Nacht nach Gerald und Eves Hochzeit? John war so besoffen, dass du mir helfen musstest, ihn ins Bett zu bringen. Du warst so liebevoll und du warst so fürsorglich. Und dann hast du mich wieder geküsst. Warst du da auch ein Kind? Hast du eine Vorstellung davon, was Eve, deine beste Freundin, wie du selber sagst, durchmacht, seit sie glaubt, dass May hinter diesen Briefen steckt? Du warst bereit, May und auch Eve für eine Liebe zu opfern, kaltherzig, die nur in deiner Fantasie besteht. Mir musst du doch nichts vormachen, Alec. Du hast Laura aus Pflichtgefühl geheiratet, weil sie schwanger war. Aber ich weiß, dass du mich liebst. Und jetzt will ich dir helfen, dass du sie wieder los wirst. Ich tue alles für dich, Alec. Alles. Ich liebe dich. Aber ich liebe dich nicht, Silvia. Ich habe dich nie geliebt. Ich habe dich nie geliebt. Thank you.
Eve? Alec hier. Bin hier bei Silvia. Bitte verständige sofort einen Arzt. Sie ist zusammengebrochen. Komm sofort hierher. Du brauchst Hilfe, Silvia. Bist sehr krank. Bitte lasst den Motor laufen. Ich brauche dringend euren Wagen. Der Arzt ist bei ihr. Du hast dich wirklich nicht verändert. Gabriel, ich habe jetzt keine Zeit für Grundsatzdebatten. Sag mir bitte, wo Laura ist. Damit du zwischen Tür und Angel und zwei dringenden Geschäften mal rasch deine Ehe retten oder ähnlich banale Probleme lösen kannst. Eigentlich sollte man glauben, du hättest inzwischen begriffen, dass das nicht hinhaut. Deine Mutter hat mich verlassen, eines anderen Mannes wegen. Ich rede nicht nur von meiner Mutter, ich meine auch mich. Was soll das? Warum durfte ich nie zu dir kommen? Warum hast du mich nie besucht? Andere Kinder haben auch Eltern, die sich scheiden lassen. Aber wenigstens gehen ihre Väter ab und zu mal mit ihnen in den Zoo. Erika wollte es nicht. Du hättest es trotzdem tun können. Weißt du, was ich glaube? Du warst einfach zu bequem dazu. Du hast still vor dich hingelitten, alle Welt hat dich bemitleidet. Aber es war dir einfach zu anstrengend, um mich zu kämpfen. Ich war doch noch viel zu klein, um zu begreifen, warum wir auf einmal ohne dich in Amerika saßen. Ich habe dich einfach nur schrecklich vermisst. Ich habe dich auch vermisst. Und ich fürchte, ich habe mich wirklich damit begnügt, meinen verletzten Stolz zu hätscheln. Ich bin so glücklich, dass du trotzdem gekommen bist. Wenn du willst, können wir sofort in den Zoo gehen. Sieh lieber zu, dass du Laura noch einholst. Sie ist auf dem Weg nach London. Mit der Bahn? Nein, Ivan will sie hinfliegen. Kannst du den kleinen Privatflug kaufen, für den er ab und zu fliegt? Ja, natürlich. Ach übrigens, ich bin schwanger und ich habe nicht vor, den Vater des Kindes zu heiraten. Wenn ich schon nicht Vater werde, dann wenigstens Großvater. Hast du eine Woche gut bei mir? Laura, bitte. Lass den Motor laufen, ich bin gleich wieder zurück. Da wäre ich mir nicht so sicher. Du sollst dir nur anhören, was ich dir zu sagen habe. Also, Gabriel. Kannst du mir mal verraten, was das soll?
Ich war ein Vollidiot. Ich habe mich unmöglich benommen. Und ich weiß, dass ich so eine Frau wie dich gar nicht verdiene. Aber ich gelobe hoch und heilig, mich zu bessern. Bitte sag mir, dass du mich noch willst. Aber nur unter einer Bedingung. Jede. Dass wir heiraten. Ja, aber wir sind doch schon verheiratet. Ja, aber nur standesamtlich. Ich meine ja richtig. In der Kirche. Mit all unseren Freunden und Verwandten. Und die sollen Blumen werfen und Reis streuen und dann möchte ich ein großes Fest feiern. Du gibst mir also noch eine Chance? Ja. Gibt es unter den hier Anwesenden einen, der gegen dieses vor Gott zu schließende Bündnis einen Einwand hervorzubringen hat, der spreche jetzt oder schweige für immer? Willst du, Alec Haverstock, die hier anwesende Laura Hart zu deiner Frau nehmen, sie lieben und ehren und ihr treu sein in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? So sprich, ich will. Ich will. Willst du, Laura Hart, den hier anwesenden Alec Haverstock zu deinem Mann nehmen, ihn lieben und ehren und ihm treu sein in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? So sprich, ich will. Ich will. Die Ringe bitte. Genug geküsst. Jetzt macht mal Platz für den Nächsten. Bist du auch sicher? Ganz sicher.